An alle. Schön, dass ein paar wahrscheinlich Eltern überwiegend vor Ort sind und es geht ja auch um Wertschätzung jetzt gegenüber den Jugendlichen, die ihre Produkte präsentieren. Wir freuen uns total, dass wir jetzt hier den Hörsaal fast voll haben. Also es sind, glaube ich, 110 Plätze. Es ist jetzt nicht ganz voll, aber wir haben auf jeden Fall zwei Drittel oder so geschafft, weil Jugendhack war vor einer Woche noch eine abstrakte Idee und jetzt ist es eigentlich schon fast gelaufen. Bevor wir zum eigentlichen Teil kommen, da übergebe ich dann auch an meine zwei Co-Moderatorinnen Julia und Jasper, würde ich gerne noch mal kurz erläutern, was Jugendhack ist, für die, die es jetzt heute zum ersten Mal sehen und sich wundern, was hier so rumhängt und was das alles soll. Genau, eigentlich könnte ich jetzt ruhig sein, weil der Großteil steht dran. Ja, also das lese ich jetzt nicht vor, das wäre sonst ein bisschen doppelt gemoppelt. Oder kann man es hinten gar nicht lesen? Also es ist so, dass die Jugendlichen einfach von uns auch gefördert werden sollen bei ihren Ideen, bei ihrer Technikbegeisterung. Das liegt uns total am Herzen. Viele von uns kommen aus der Hacking und Making Community. Vielleicht dazu auch, das ist uns ein wichtiger Part, dass wir auch eine Hacker-Ethik-Diskussion mit denen geführt haben. Da nochmal danke an Jatka, weiß nicht, wo die jetzt gerade sitzt und ob sie winken will. Jatka ist gerade noch drüben und an Daniel, der ist aber auch schon nach Berlin abgereist. Die haben am Freitagabend mit den Jugendlichen über Hackerethik diskutiert und vielleicht dann auch nochmal kurz, was ein Hacker in unserem Selbstverständnis ist. Es sind nicht die Leute, die die Dinge kaputt machen, sondern wir sehen uns im Spannungsfeld technischer und sozialer Entwicklung und wollen eigentlich einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft leisten und eben nicht die Hacker aus den News sein. Vielleicht da nehme ich auch nochmal dazu ein kleiner Übergang. Also wir haben als Maskottchen bei Jugendhackt, das sieht man hier an vielen Pixelgrafiken, ein Alpaka. Und das sieht einem Lama recht ähnlich. Und der Dalai Lama war vor einer Weile in Heidelberg, das ist jetzt mein Übergang. Aber der hatte einen Satz gesagt, den habe ich mir gemerkt. Und zwar meinte er, dass am Ende wirklich das Leben von jedem Einzelnen von uns von der Gesellschaft abhängt. Und das bedeutet für unser alltägliches Handeln eigentlich ziemlich viel, wenn man sich das bewusst macht. Und in der Richtung haben wir halt auch unser Motto mit Code die Welt verbessern. Also wir wollen hier keine Social Scoring-Systeme entwickelt bekommen, wie es in China gerade passiert. Oder wir wollen auch keine Dieselabgas-Abschaltautomatik haben oder so. Es liegt uns sehr am Herzen, dass wir nicht so firmengetrieben sind. Jugendhack historisch ist ziemlich gewachsen die letzten Jahre, also es fing an in Berlin, geht zurück auf die OKFN, das ist die Open Knowledge Foundation, die setzen sich ein für offene Daten, Open Government und viele andere Dinge, auch für Bildung. Dann gab es noch Mediale Pfade, das ist eine medienpädagogische Agentur und die haben zusammen Jugendhack in Berlin gegründet und wenn wir jetzt auf 2018 schauen, das ist also gedoppelt, ja, jetzt haben wir vorhanden jetzt diese Karte, und dann sieht man, dass mittlerweile ziemlich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in vielen Städten teilnehmen können. Im Prinzip ist das auch, komme ich gleich nochmal drauf, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir ein Netzwerk den Jugendlichen bieten, dass sie sich austauschen können mit Gleichgesinnten. Und Jugendhack kriegt auch ganz tolle Preise, weil es so eine super Idee ist. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil die Präsentation der Jugendlichen stehen hier im Vordergrund, nicht mein Gerede. Ganz rechts die Theodor-Heuss-Medaille würde ich nennen, weil wir so ein geschichtsträchtiges Wochenende haben. Wir haben, glaube ich, 100 Jahre Weltkriegsende, also WK1. Und sind es 80 Jahre Reichschrom, kommt das hin? Ja, ist auch jetzt gerade gewesen. Und vielleicht für die Jugendlichen, mit den Jüngeren, vielleicht Theodor Heuss war der erste Bundespräsident, war FDP. Er hat für das Ermächtigungsgesetz von Adolf Hitler auch gestimmt. Das hat ihn sein Leben lang begleitet. Also es war auch so, als wir da den Preis bekommen haben, da haben wir mit seinem Enkel gesprochen, der das uns auch nochmal ganz plastisch erzählt, wie er darunter dann auch im Nachhinein gelitten hat. Also ein ganz wichtiger Preis für uns. Wir haben oft eben verliehen wurde es für vorbildliches demokratisches Handeln und dieser politische Aspekt ist uns echt wichtig, auch bei unserem Event. Ja, und eigentlich wichtig eben, habe ich schon gesagt, das Netzwerk.
ist unser Team, die Alpaka-Herde, eine ehrenamtliche Herde. Vielleicht kommt ihr alle mal nach vorne, die Mentorinnen und Mentoren von diesem Wochenende. Genau, und ohne euch alle, also geht das ja gar nicht. Die tragen alles und was ganz Tolles auch an den Menschen, die jetzt hier vorne stehen, dass wir ganz unterschiedlich sind. Also sowohl von den Berufen, von den eigenen Interessen, von den Lebensentwürfen. Wir sind ganz divers und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt wieder bei Jugendhack, das ist unsere Stärke, dass wir einfach bei Jugendhack zusammenkommen und als Team funktionieren und uns gegenseitig helfen und auch den Jugendlichen beim Umsetzen ihrer Projekte helfen. Genau, also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an euch. Genau, und neben dem ehrenamtlichen Engagement, was bei Jugendhackt eben absolut das Herzstück ist, gibt es trotzdem auch noch institutionelle Hilfe. Zum einen sind da natürlich die Gründungsinstitutionen, die habe ich schon genannt, die OKFN und Mediale Pfade genannt. Wir haben auch aus Berlin zwei Vertreterinnen, Ilona und Robert, die waren jetzt gerade vorne. Ich habe euch vorhin vergessen, entschuldigt dafür. Und ansonsten haben wir das DRI, da bist du wahrscheinlich die Repräsentanz heute hier, das Deutsch-Amerikanische Institut in Heidelberg. Wir haben das Projekt Chaos macht Schule vom Chaos Computer Club bundesweit, da sind auch einige der Mentorinnen drin. Ich sehe jetzt gerade Marco da sitzen. Ich selbst engagiere mich da auch drin, das ist ein Bildungsprojekt. Wir haben auch Förderer finanzieller Art, das ist ganz wichtig, weil sonst kriegen wir so ein kostenloses Wochenende gar nicht gewuppt. Und da gilt auch ein riesen Dankeschön an die Hopp Foundation for Computer Literacy and Informatics. Genau. Ich habe jetzt keinen offiziellen gesehen, aber ganz lieben Dank, weil nur so funktioniert es, dass eben die Jugendlichen auch sich alles erstatten lassen können. Das auch nochmal als kleiner Aufruf, wenn ihr es vergessen habt bisher, sprecht Jasper oder mich im Anschluss nochmal an unter vier Augen. Nichts muss hier was kosten, auch die Anreise und so weiter natürlich auch nicht. Und das Gebäude vielleicht auch noch ganz kurz, auch das geht übrigens auf einen SAP-Gründer zurück, den Klaus Tschierer, der leider nicht mehr lebt, der hat das hier hingestellt und hat es der Uni zur Verfügung gegeben und die Uni wiederum hat es uns jetzt über Michael und Anne für das Wochenende zur Verfügung gestellt, dass wir hier sein können. Auch an die beiden ganz, ganz großes Dankeschön. Und jetzt habe ich genug gesagt und würde das Mikro übergeben, beziehungsweise das nicht, du hast ein eigenes mitgebracht, Julia, aber Jasper, gleich ist, gib's dir gleich. Ich wollte nur kurz noch die beiden vorstellen, also Julia ist schon auf ganz vielen Jugendhack-Events viel mehr als wir beide zusammen Mentorin gewesen und ein erfahrenes Alpaka. Genau, Jasper habe ich ja schon gesagt, vom DRI Makerspace vor allem, der auch ein ganz großer ein ganz großes Rad im Hintergrund jetzt für das Event gewesen ist. Und jetzt bin ich ruhig. Ja, jetzt. Okay, perfekt. Ja, dann vielen Dank auch an Steffen eben vom CCC, der zusammen mit Jasper das Orga-Team so ein bisschen bildet und der eigentlich dieses ganze Wochenende überhaupt erst möglich gemacht hat. Wie gesagt, ich war schon bei einigen Events und ich finde es immer wieder überwältigend, wie schnell so eine Zeit von Freitag bis Sonntag vorbeigehen kann. Und jetzt schaue ich hier in mehr als 40 Gesichter von Jugendlichen, die, glaube ich, ganz, ganz viel erlebt haben und wahnsinnig viel passiert ist hier. Genau, und für all diejenigen, die natürlich jetzt nicht da waren, wollen wir mal ganz kurz einfach sagen, was wir denn dieses Wochenende hier gemacht haben, in diesen fast 72 Stunden, die jetzt hinter uns liegen. Wir haben uns am Freitagnachmittag hier getroffen und haben erstmal
eine sehr spannende Keynote gehabt von Oliver Rack zum Thema offene Daten. Das ist auch so ein Thema, was Jugendhack sehr am Herzen liegt, eben mit Daten zu arbeiten, die wir alle sozusagen verarbeiten und bearbeiten können. Danach hatten wir, wie Steffen gesagt hat, eine sehr lebhafte Diskussion zu dieser Hackerinnenethik, wo sozusagen nochmal so dieser ganze Gedanke von mit Code die Welt verbessern, was heißt das denn irgendwie wirklich? Dann kam, was gerade so von Mentorinnenseite und von Orga-Seite eigentlich ein bisschen so das Herzstück eigentlich von dem ganzen Event ist, die Brainstorm-Phase, in dem wir alle zusammen zu ganz verschiedenen Überthemen von Gesellschaft, Familie, Gesundheit, Freizeit, Sport, Bildung, Umwelt, Nachhaltigkeit, so zu diesen großen Schlagworten uns in Kleingruppen Projekte ausgedacht haben, beziehungsweise vor allem die Jugendlichen sich eben Projekte ausgedacht haben. Da ging es erstmal noch gar nicht darum, das Projekt zu finden, was man jetzt wirklich am Wochenende macht, sondern wirklich erstmal ein großes Ideen sammeln. Diese Ideen haben wir uns dann alle gegenseitig vorgestellt, hier in der großen Runde, die draußen im Flur plakatiert, mit Post-its nochmal so Tipps hingeschrieben, was einem noch so einfällt, was man noch an Technik vielleicht benutzen könnte. Genau, dann war eigentlich auch schon der Freitag vorbei. Die Jugendlichen sind entweder in die Jugendherberge ab oder haben zu Hause geschlafen. Und dann haben wir uns am Samstag hier direkt um 9 Uhr wieder getroffen. Und dann ging es eigentlich wirklich los mit dem Hacken, Coden, Maken, dem ganzen Programmieren, diesem ganzen Hackathon, dieser schönen Wortschöpfung aus Hacken und Marathon. Dann haben sich die Jugendlichen tatsächlich auch für ein Projekt entscheiden müssen, was sie dann in den nächsten Stunden und Tagen irgendwie sozusagen bearbeitet haben. Ja, vielleicht noch so ein paar kleine, es gibt immer so schöne Anekdoten an so einem Wochenende. Wir haben einen kaputten Handtuchspender gehabt, das war eine gute Gelegenheit, mal das Schlösserknacken mit Dietrichen zu üben. Wir hatten einen Lasercutter hier für das Event bestellen dürfen, wo die Absauganlage nicht kam. Wir hatten aber Sepp, der Ingenieur ist, der nochmal schnell am 3D-Drucker eine passende Absaugevorrichtung entworfen hat. Dann haben wir mit Steffens altem Industriestaubsauger eine Absauganlage gebaut, sodass wir auch den Lasercutter benutzen konnten. Wir hatten zwei Teilnehmerinnen, die eigentlich ankamen und gemerkt haben, wow, wir können eigentlich noch irgendwie gar nichts, irgendwie so im Vergleich zu manchen anderen Jugendlichen, haben dann aber den Mut gehabt, über ihren, einfach sozusagen so hier, wir wollen trotzdem mit dabei sein und ganz viel lernen, das sind Sophia und Celia, die wirklich von null angefangen haben an diesem Wochenende, das finde ich immer sind so, Mutmachmomente und einfach großen Respekt vor euch beiden, dass ihr das so durchgezogen habt. Genau, dann ging es weiter mit noch, ja, da kann man echt mal applaudieren. Ja, es ist noch kein Hacker vom Himmel gefallen, sondern das ist einfach alles, ja, jeder fängt irgendwann mal an. Und dafür ist Jugendhack eben auch ein guter Startpunkt. Und das alles insgesamt eigentlich unter dem ganz großen Motto, mit Code die Welt verbessern. Ja, ich meine, was heißt die Welt verbessern? Ist natürlich ein riesen Slogan. Ist klar, dass wir an einem Wochenende nicht die ganze Welt retten können. Selbst wenn wir wollen, können wir nicht die großen Migrationsprobleme der Welt lösen. Wir können nicht das Klima retten an einem Wochenende. Wir können den Weltfrieden nicht herstellen. Aber wir können mit den kleinen alltäglichen Dingen irgendwie anfangen. Und deswegen haben wir jetzt so uns überlegt, für die Moderation wollen wir da einfach mal so einen Tag mal so durchlaufen. Was denn da so für verschiedene Situationen einem so begegnen, wo es vielleicht kleine Probleme oder Herausforderungen gibt, die man lösen kann. Genau. Vielleicht noch vorweg, es kann sein, dass mal ne, mit Technik, wir alle kennen das, so ein Beamer funktioniert irgendwie mal nicht. Falls es irgendwelche technischen Probleme geben sollte, bleiben wir alle ganz cool, wir haben keinen Stress und warten einfach, bis es klappt. Ja. Genau, also jeder Morgen beginnt, der Wecker klingelt, man wacht auf, will sich einen Kaffee machen, einen Tee machen, was trinken, hofft natürlich, dass der Kühlschrank voll ist und dass das mit in einer großen Familie oder auch vielleicht in einem großen Haus irgendwie vielleicht besser funktionieren kann, damit immer der Kühlschrank voll ist. Dafür haben sich Jakob, Adrian, Drittmann und Tobias was Tolles ausgedacht, und zwar ihre App Appfile. Ich bitte euch auf die Bühne und the stage is yours. Ja, wir präsentieren euch jetzt unsere App Appfile. Diese App ist halt, wie auch schon vielleicht angedeutet, dient sie dazu, den Einkauf zu effizienter zu machen,
zum Beispiel in Wohngemeinschaften oder Mehrfamilienhäusern oder auch Hofgemeinschaften, halt die Einkäufe zusammenzulegen. Das geschieht quasi mit einem digitalen Einkaufszettel, das ist quasi unsere App. Dort werden die Einkäufe zusammengelegt. Dadurch, da kann dann halt nur eine Person einkaufen gehen für jetzt eine ganze Wohngemeinschaft. Das hat einmal den Vorteil für einen selbst, dass es um einiges effizienter ist. Man muss weniger oft einkaufen gehen, weil das andere manchmal für einen erledigen. Dazu kommen aber auch noch Umweltaspekte. Wie zum Beispiel dadurch, dass man so größere Packungen kaufen kann, hat man weniger Abfall, weniger Verpackungsmüll. Dazu kommt dann aber auch noch, dass man vielleicht weniger zahlen muss, weil unter Umständen kriegt man Rabatte, weil man in größeren Mengen einkauft. Es kommen aber auch noch andere Aspekte hinzu, wie zum Beispiel, dass vielleicht weniger Lebensmittel weggeworfen werden, weil ja die Gruppe es, die Lebensmittel benutzt. Ja, also ich zeige jetzt erstmal die Website. Website, die haben wir über HTML, also der Tobias und ich, haben die über HTML programmiert. Dann die App, einmal für iOS hat der Adrian programmiert, über Xcode, und die Android-App hat der Drittmann über Android Studio programmiert. Ja, jetzt zeige ich euch die Website. Einmal kann man auf Download gehen. Da kann man einmal die App runterladen. Das funktioniert bis jetzt noch nicht, aber das kommt noch. Aber den Code kann man über GitHub dann runterladen. Über uns, wie schon gesagt, also wer die App programmiert hat und wie sie programmiert wurde, und dann noch unsere Kontaktdaten. Jetzt kommen wir direkt zur App. Hier sieht man, wenn es funktionieren würde. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir auch schon direkt in unserer App drin. Hier hat man, wie gesagt, kann man sich erstmal anmelden mit einer E-Mail-Adresse, die man zuvor registriert hat. Wenn man dann angemeldet ist, sieht man schon, wie hier links zu sehen, eine Einkaufsliste, auf die man dann Sachen hinzufügen kann. Zum Beispiel nehmen wir mal ein paar Äpfel. Drei Äpfel, sagen wir mal. Also fügen wir mal drei Äpfel hinzu. Das erscheint dann auf beiden Listen. Also das sind zwei verschiedene Geräte. Das funktioniert halt alles, wird halt alles hochgeladen. Wir haben das über TeamViewer könnt ihr das jetzt gerade schön sehen, wie das auf beiden Handys schön funktioniert. Und das haben wir dann halt über eine Cloud, hat man dann halt, dass es auf beiden Geräten vorhanden ist. Ja, jetzt hat der eine drei Äpfel hinzugefügt, der andere will aber auch noch eine Banane haben, also eine Banane hinzufügen. Das dann auf dem anderen Handy, und es sollte wieder gleich auf beiden Listen vorhanden sein. Dazu kommt dann aber auch noch, dass man diese Listen, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt sich, der eine denkt, ach ja, Banane, gute Idee, ich will auch noch zwei haben, und der die dann jetzt auch noch einträgt, dass das dann schön addiert wird. Wie gesagt, da muss man nicht selbst Kopf rechnen, macht die App für einen. Schon mal ganz nett. Ja, jetzt kann man auch noch einkaufen gehen. Also wenn jetzt einer einkaufen geht, dann drückt er da einfach auf Einkaufen gehen, und dann sind alle Funktionen der App quasi gesperrt, auch für jeden. Also es kann nichts mehr hinzugefügt werden. Und es kann auch keine zweite Person gleichzeitig einkaufen gehen, verhindert halt, dass jetzt doppelt eingekauft wird, wäre nicht besonders gut. Wenn der Einkauf dann beendet ist, dann kann man die Liste halt, wie gesagt, löschen, weil man halt alles eingekauft hat, und es geht von vorne los. Ja, das war's mit unserer Präsentation. Wie gesagt, den Code kann man sich auf unserer Website downloaden. Die App steht dort aber noch nicht zum Download bereit. Das kommt noch. Auch eine Web-App war in Planung und wird vielleicht noch hinzugefügt. Eingekauft. Und damit können wir dann schon weitermachen. Hört man mich jetzt auch wirklich wieder?
Hört man? Okay, perfekt. Und damit können wir dann auch weitermachen in unserem Tagesablauf. Für Sie ist es vielleicht so, dass wenn Sie gefrühstückt haben, Sie dann zum Beruf gehen oder auf die Arbeit. Für die Jugendlichen ist das eher die Schule. Und das Prinzip von Schule ist ja eigentlich in den meisten Fällen relativ eindeutig. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer und es gibt Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer erklären den Schülerinnen und Schülern irgendetwas. Es gibt allerdings so ein Themenfeld, in dem das meistens andersrum läuft und das ist so die Technik. Da kommt es nämlich immer mal wieder vor, dass eben auch Kinder Erwachsenen was erklären oder Jugendliche Erwachsenen was erklären. Und damit das vielleicht gar nicht mehr so häufig vorkommen muss, haben sich Anton, Malte, Christian und Christian, Tobias, Max und Torben mal was ausgedacht. Hilfe Neuland. Einer meiner Lehrer, der findet PowerPoint-Präsentationen ganz toll. Damit macht er gerne seinen Unterricht. Er funktioniert leider noch nicht immer so toll. Zum Beispiel letzte Woche, da wollte er seine PowerPoint-Präsentation starten. Wir haben in fast allen Räumen einen Computer und einen Beamer in unserer Schule. Und er startet diese, aber der Beamer gibt kein Bild, alles schwarz. Beamer ist an, Computer ist an und er hat einfach keine Ahnung, was er jetzt tun soll. Schließlich gibt er auf und sagt, Christian, komm mal nach vorne, kannst du mir das mal kurz machen. Einmal nach vorne gegangen, Windows P, Projektionseinstellung verändert auf Duplizieren, fertig. Ist eine Sache von 5 Sekunden. Sie lachen, aber das ist Realität. Und das ist auch nicht unbedingt ein Einzelfall. Also es gibt viele Menschen, die vielleicht in ihrem Alltag einfach vielleicht sich im Umgang mit Medien nicht so wohl fühlen. Und dazu haben wir, und damit dieser stumme Hilferuf, Hilfe Neuland, nicht ungehört bleibt, haben wir ein gleichnamiges, innovatives Tool entwickelt. Dieses Tool hat die Aufgaben, solchen Personen das Benutzen von Medien zu erleichtern. Denn vor allem, wenn alles funktioniert, ist das ja noch gut, aber wenn dann Fehler auftritt, das wird dann wieder ein bisschen kritisch. Und wir tun das nicht so wie ein Schüler. Der Schüler, also wenn ich nach vorne gehe und meinem Lehrer den Beamer anschalte, dann erkläre ich ihm das nicht unbedingt, dass der will das sowieso nicht. Und diese App leistet im Grunde Hilfe zur Selbsthilfe. Der Lehrer kann selber das Problem lösen und erweitert dadurch seine Medienkompetenz, weil er das selber macht. Selber machen bleibt mehr hängen, als wenn man das erklärt bekommt. Und dazu haben wir viele klassische Probleme und ihre Lösungen erfasst. Und damit die Lehrer es einfach haben und nicht irgendwie erstmal die App suchen müssen, aufrufen oder finden, haben wir uns gedacht, dass wir einfach einen großen Knopf machen, den man nur drücken muss und dann wird die Website automatisch aufgerufen und den haben wir einfach mit einem 3D-Drucker ausgedruckt, mit einem Modell, was wir im Internet gefunden hatten. Ja, das Ganze wurde dann so umgesetzt, dass wir in dem Knopf da unten eine Schaltung eingebaut haben mit einem Micro-Arduino und dann ein kleines Skript geschrieben haben, dass immer, wenn eine Änderung stattfindet, das heißt, wenn auf den Knopf gedrückt wird, dass der darauf reagiert und einfach die Seite öffnet. Und das Ganze können wir jetzt auch einfach mal kurz machen. Und die Seite kommt da unten auf und es... Das Internet ist nicht. Das WLAN ist auch. Also die WLAN-Verbindung ist weg. Mal gucken, ob das so schnell funktioniert. Dürfte funktionieren. Und es funktioniert. Genau, und da sehen wir jetzt halt erstmal eine Eingangsfrage, wo erstmal ganz grob das Problem in eine gewisse Kategorie gesteckt wird. Zum Beispiel sagen wir mal, die Maus funktioniert nicht. Dann wählt man einfach aus, dass die Funktion der Maus fehlerhaft ist. Und dann kann man jetzt im Anschluss Sachen auswählen, die zutreffen, zum Beispiel, dass sich der Mauszeiger nicht bewegen lässt. Dann kann ich dazu noch sagen, dass Mausklicks nicht funktionieren.
Wenn ich das jetzt abschicke, sehe ich am Rand, vielleicht ist die Maus abgeschaltet oder der Bluetooth-Empfänger ist nicht eingesteckt, Treiber sind nicht installiert, halt Dinge, die vorkommen können und darunter halt eine kleine Beschreibung, wie man das beheben könnte. Ja, für die Webseite haben wir verschiedene Techniken benutzt. Auf dem Server haben wir Node.js und MongoDB benutzt, um die ganzen Probleme den jeweiligen Hinweisen zuzuordnen. Wie das genauer passiert, sagt gleich noch Torben. Das Frontend hat Tobias gemacht und er hat darauf geachtet, dass es möglichst einfach gestaltet ist, damit man das gut lesen kann, also dass es möglichst bedienerfreundlich für alle Personengruppen ist. Das Hardware-Team hat auch noch Arduinos benutzt und das mit Fusion 360 gemodelt. Genau, und jetzt nochmal kurz, wie unser Backend funktioniert. Das heißt, man bekommt am Anfang sozusagen Startkategorien vorgeschlagen. Das heißt, um das Problem grob festzustellen. Das heißt, gerade war es, dass eben die Maus nicht funktioniert. Und wir matchen dann eben dieses Symptom mit den Problemen, die wir kennen. Und von diesen Problemen schlagen wir dann andere Symptome bzw. Hinweise vor, die ja auftreten können. Das war dann auf dieser linken Seite, waren das diese Checkboxen. Und je mehr man eben auswählt, desto höher wird dann eben die Wahrscheinlichkeit, dass dieses eine Problem aufgetreten ist. Und das schlagen wir dann eben auf der rechten Seite immer nach der Reihenfolge geordnet vor. Und wenn sozusagen der Lehrer, also je mehr der Lehrer auswählt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Problem eben direkt rechts oben zu sehen ist. Und vielleicht wird ja auch schon nach dem ersten Auswählen eben klar, ah, stimmt, ich habe vergessen, die Maus anzuschalten. Und genau, so viel zum Backend. Ja, hier sehen Sie jetzt noch unsere Quellen und weiterführenden Links. Ja, vielen Dank an euch. Probleme der Welt gelöst von 7 Jugendlichen mit einem einfachen Knopf. So einfach kann es manchmal sein. So, die Schule ist endlich vorbei, es hat geklingelt. Man kann wieder die Handys anschalten, Smartphones sind wieder erlaubt jetzt. Man geht raus und findet mittlerweile an vielen Orten offene WLANs. Das ist erstmal cool, denkt man sich, wow, ich muss mein Datenvolumen nicht benutzen, kriege kostenloses Internet. Dass das aber nicht nur cool ist, sondern vielleicht auch Probleme mit sich bringen kann, das zeigen uns Corinna und Leander mit ihrem Tool WAT, dem WLAN Awareness Tool. Kommt auf die Bühne. Also unser Projekt heißt eben WLAN Awareness Tool und das Problem ist, dass sich das Handy oder internetfähiges Gerät automatisch mit bekannten WLANs oder sonstigem halt verbindet und das kann man eben ausnutzen, wenn man einen WLAN erstellt, was eben den gleichen Namen hat, dann verbindet sich das Handy eben automatisch und das kann eben zu falschen Seiten führen oder eben Viren bringen. Dann, das haben wir dann auch gemacht, quasi ein zweites WLAN gemacht mit dem gleichen Namen, mit dem Raspberry Pi. Hier. Und das haben wir hier Mathematikern for You genannt. Und das, da haben wir dann noch ein Captive-Portal, also eine Seite gemacht, die aufgeht, wenn man sich eben mit diesem WLAN verbindet. Und das haben wir mit HTML oder CSS gemacht. Und eben das könnte halt sein, wenn man mit einer falschen WLAN verbunden ist, dass man Wikipedia eingibt und dann kommt man aber auf Studipedia und das ist eben eine Seite, wo nicht ganz so korrekte Daten draufstehen, sondern eher Spaß drauf ist. Und hier sehen Sie
HTML und CSS. Und dann verbinden wir uns mal mit dem WLAN. Und dann kommt eben diese Seite. Ja, das ist die Website, auf die man kommt, wenn man im falschen WLAN eingeloggt ist. Hallo und herzlich willkommen im WLAN Mathematikon for You. Oder doch nicht? Sie sind hier in einem Feig-WLAN gelandet. Schock. Natürlich ist der Schock nicht ganz so groß. Wir sind schließlich von Jugend hackt und programmieren kein falsches Internet und keine schlechten Seiten. Deswegen sieht man hier unten auch schon Lösungsansätze, wie man mit diesem Problem umgehen kann, dass man eben auf falsche WLANs kommt. Die Lösungsansätze sind zum einen, dass man das WLAN generell ausschalten kann, wenn man es gar nicht benötigt. Zum Beispiel, wenn man durch die Stadt spazieren geht, gibt es sehr viele verschiedene WLAN-Netze. Und dann kann man es gleich ausschalten, dann loggt sich das Smartphone nicht in die Netze ein und damit kann man dann gar nicht in die Möglichkeit kommen, zu einem falschen Netz zu gelangen. Oder man kann auch die Funktion abschalten, dass sich das Handy, Smartphone etc. automatisch verbindet. Dann kann man manuell die WLAN-Netze verbinden und selber entscheiden, welche die Netze die richtigen und welche die falschen sind. Des Weiteren kann man auch darauf achten, auf das Kürzel HTTPS. Das S steht für sicher und das bedeutet eben bei Websites, dass sie sicher sind. Und um das nochmal zu verdeutlichen, haben wir das Ganze auch noch bildlich dargestellt. Also hier der Mensch, den man sieht, dem ist ein Licht aufgegangen, er schaltet einmal das WLAN ab und wenn er auf Internetseiten geht, dann achtet er eben besonders auf dieses HTTPS. Und die Probleme haben wir auf der Website auch nochmal verbildlich dargestellt, damit es auch jeder versteht. Damit werden Sie garantiert nie mehr im falschen WLAN landen. Jetzt ist ja die Frage, wenn man dann mal drin ist im Internet, was macht man denn da? Man kann natürlich viel Spaß haben, man kann aber auch vor allem ganz viele Informationen finden. Manchmal sind es ein bisschen zu viele Informationen, die da irgendwie durch die Gegend fliegen, insbesondere zum Thema Umwelt. Da gibt es ja 100.000 Informationsquellen und die Frage ist, wie kann man das denn zusammenbringen? Wie kann man diese ganzen Umweltinformationen in eine einzige Karte packen? Das hat sich das Projekt Environment Map mal überlegt, wie man das tun könnte. Und hier kommen jetzt Taro, Bastian, Agnes, Dietke und Jasper und stellen ihr Projekt vor. Unser Projekt heißt Environment Map, weil es uns nervt, dass mit der Umwelt so schlecht umgegangen wird. Und wir haben einen kleinen Film dazu vorbereitet. Der wird gleich angezeigt. Theoretisch wissen wir alle, welche Probleme es gibt. Bei Auswirkungen bekommt man aber meist die Auswirkungen bekommt man aber meist nicht mit. Vor allem wir müssen uns diesen Problemen stellen, weil wir die Hauptursache sind. Waldrodung, Klimawandel und Umweltverschmutzung. Das ist einfach wichtig, dass wir uns jetzt langsam diesen Themen einfach stellen und wir möchten einfach jedem die Möglichkeit geben, sich die ganzen weltverändernden Probleme auch anzuschauen und auf einen Schlag zu sehen, Ursache, die Auswirkungen und dafür haben wir die App Environment App entwickelt und auf einer Karte können wir hier die verschiedenen Probleme sehen.
besuchen Sie uns auf GitLab oder unter environmentmap.ml. Also hier könnt ihr jetzt unsere Webseite sehen, die auch online ist. Also jeder Punkt stellt ein Problem dar. Und wir haben auch verschiedene Kategorien, damit wir das ein bisschen übersichtlicher haben, die wir da im Dropdown-Menü, genau. Also haben wir zum Beispiel Agrikultur und Forstwirtschaft oder Kryosphäre. Und falls wir uns nur für eine oder zwei Kategorien besonders interessieren, können wir die anderen ausschalten. Und wir können zum Beispiel auch jetzt auf Italien reinzoomen und uns da anschauen. Und wenn wir genaueres wissen wollen, können wir darauf klicken. Und dann sagt es uns, dass in der Nähe von Neapel Zugvögel immer früher zurückgekommen sind. Und schließlich haben wir auch noch einen Alpaka eingebaut, das natürlich hier in Heidelberg ist. Genau, und wir haben uns an Open Data bedient, nämlich von einer Organisation, die durch die UN gefördert wurde. Und zwar waren das verschiedene Forscher, die ihre Daten zusammengetragen haben zu allen möglichen Auswirkungen vom Klimawandel, genau, und dann kategorisiert haben. Und die haben mir dann halt als PIN dann in die Karten gegeben. Das Ganze haben wir mit OpenStreetMap gemacht und haben dann die Karte in unsere Webseite eingebaut. Wir haben auch Leaflet benutzt. Das ist eine Open Data für JavaScript, um solche OpenStreetMap-Karten zu benutzen. Dort kann man mithilfe von Koordinaten Marker setzen und zu denen jeweils ein Pop-up setzen und dadurch konnten wir diese Pop-ups dann setzen. Genau, das Ganze liegt auf GitLab, falls es sich irgendjemand angucken möchte. Und wie haben wir es denn, wie haben wir es denn gemacht? Also wie schon erwähnt, es ist in JavaScript geschrieben, diese Datensätze vom IPCC von der UN. Es sind 2700 Datensätze zum Thema Auswirkungen des Klimawandels. Die haben wir einmal verarbeitet. Die waren als proprietäres Format leider nur verfügbar. Demnach mussten wir sie erstmal in maschinenlesbares umwandeln, haben sie dann hier eingebunden und diese wunderbaren Marker gesetzt. Genau, das Ganze ist verfügbar als Web-Anwendung oder für Mobilanwendungen als Progressive Web App. Wer das schon, davon schon gehört hat, JavaScript plus Service Worker plus Manifest ist gleich installierbare App aus HTML und CSS. Ja. In Zukunft wollen wir auch noch an einer Suchfunktion arbeiten und zu manchen Studien gibt es zwei Marker und die fügen wir dann einfach zu einem zusammen. Und Sie können auch, wie schon erwähnt, gerne auf der Website vorbeigucken. Das ist environment-map.ml. Wir würden uns freuen, wenn Sie da mal vorbeischauen. Wahnsinn, was man an einem Wochenende so alles machen kann. Beziehungsweise muss ich echt sagen, also so, ne, ihr habt ja gehört bei dem Ablauf, also die wirkliche Codezeit ist eigentlich vor allem nur der Samstag, ne? Also eigentlich muss man fast sagen an einem Tag. Genau, nachdem man sich mit den eher schlechten Auswirkungen des Menschen im Internet beschäftigt hat, ist vielleicht auch mal Zeit für ein paar Memes und ein paar Katzenbilder. Und dass man auch mit Katzen die Welt verbessern kann, das zeigen uns Sophia und Celia.
Also, wie vorhin auch schon erwähnt wurde, sind wir die beiden, für die das hier alle etwas Neuland ist sozusagen. Wir hatten davor eigentlich nicht wirklich Vorerfahrungen zu dem Thema und sind auf diese Veranstaltung über meine Freundin gekommen und wir auch über unseren Lehrer, den Herrn Haschler. Und dachten uns einfach mal, dass es sich sehr interessant anhört und das einfach mal ausprobieren wollten. Und haben dann jetzt hier erstmal sozusagen mehr so die Grundlagen geübt und das einfach mal uns ein bisschen erprobt quasi und einfach mal mit den Sachen, die wir jetzt gelernt haben, versucht, etwas ein bisschen zu erarbeiten. Ja, wir haben jetzt eben im Endeffekt so eine Katzen-Tag-App gebaut, beziehungsweise auch Hunde-Tag-App. Die ist nicht kompliziert, ist im Vergleich zum ganzen Rest hier eigentlich ziemlich sinnlos, sagen wir jetzt mal in dem Sinn. Aber jetzt ist eigentlich sozusagen diese App oder die Website zeigt immer wieder unterschiedliche Bilder an. Das ist halt immer, wenn man die Website sozusagen neu lädt. Was? Ja, okay. Es kann funktionieren. So, das ist jetzt eben sozusagen das Grobe. Es werden halt einfach immer neue Bilder angezeigt von Katzen und Hunden, je nachdem, wenn man es halt neu lädt. Und der Sinn dahinter, was man eben noch weitermachen könnte, wenn man das möchte, dass die Community, dazu ist hier unten eben dieser Submit-Button und da steht ja so in this, is this a cat or a dog, dass sozusagen die Community sagt, ob das eine Katze oder ein Hund ist und das so ein bisschen beschreibt, das Bild sozusagen, damit man im Endeffekt vielleicht für Blinde oder sowas eben eine Beschreibung sozusagen von dem Bild machen könnte, damit eben auch Blinde diese App sozusagen nutzen könnten. Willst du noch was sagen? Ja, weil das dann, dadurch, dass man das halt dann als App benutzen könnte oder Website aufrufen könnte, wären das dann halt sehr viele Menschen, die man erreichen würde und dadurch würde man sich viel Arbeit sparen, um einfach zum Beispiel, wie gesagt, blinden Menschen oder so einfach auch ein bisschen das Internet oder solche Möglichkeiten, die wir sonst haben, näher zu bringen. Ja, also nicht nur Alpakas, sondern auch Katzen verbessern die Welt. Aber eben nicht nur Katzen, sondern auch Alpakas. Das Spiel kann man nämlich genau auch andersrum spielen, denn Alpakas sind ja ziemlich großartig. Sie können sehr viel, sie können essen, sie können trinken, sie können schlafen und sie können auch auf Aliens schießen. Wie das geht, das zeigt jetzt mal die nächste Gruppe, nämlich Space Invader mit Linus und Ulrich. Also, ich und Linus haben uns gedacht, dass wir so eine Art Konsole in Retro-Style aufbauen. Die steht halt im Moment noch da drüben, aber die sehen wir bestimmt gleich noch. Und er wird euch jetzt mal eine kleine Session von dem Spiel zeigen. Also wir haben uns gedacht, wir programmieren das Spiel Space Invaders, aber ein bisschen anders, mit dem Alpaka und halt den bösen Aliens. Und das haben wir auf der Website, die ist im Internet Snap, programmiert. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Also mit W startet man das und dann muss man halt hier so hin und her und mit Leertaste schießt man. Und dann muss man die Aliens abschießen. Und man braucht halt eine bestimmte Punktzahl, um zu gewinnen. Wenn man 1 trifft, ist nicht schlimm. Man muss 90% treffen, um zu gewinnen. Und das geht 30 Sekunden lang. Also in dem Fall beim ersten kommen genau 10. Jetzt ist es vorbei und dann hat man gewonnen. Und ja. Wir haben verschiedene Level eingebaut. Wenn man W drückt,
dann geht es ins nächste Level, aber nur, wenn man das Level davor geschafft hat. Also jetzt beim nächsten Level würden 12 kommen und da braucht man auch wieder 90%, um es zu gewinnen. Wenn man nicht gewinnt und W drückt, muss man das Level wiederholen, weil man es ja nicht geschafft hat. Und das haben wir auf einer Retro-Konsole wie hier und das erklärt euch der Ulrich. Also in der Retro-Konsole ist ein Raspberry Pi. Wir haben hier einen Makey Makey auch drin, wo durch das mit den Tasten hier auch funktioniert. Einen Raspberry Pi Bildschirm auch noch dazu. Wir haben das Holz eben mit den Lasercutter geschnitten. Eigentlich wollten wir es erst mit dem 3D-Drucker machen, aber es hätte zu lange gebraucht. Ja. Also ich glaube, Linus wird euch noch eine kleine Demo des Ganzen zeigen. Ja. Brauchen wir nicht. Wir können das noch nicht machen. Das ist einfach so. Wer ist weit hinten? Also hier haben wir zwei Tasten. Mit der einen steuert, ist das eine liegt auf W und das andere auf S. Mit W startet man und dann hat man hier drüben die Tasten, wo man dann schießen muss und so. Und nach 30 Sekunden ist dann das um und da habt ihr dann eigentlich genau das Gleiche wie bei dem, was ich euch eben gezeigt habe. Jetzt verliere ich mal extra, dann kann ich euch zeigen, was dann passiert. Dann haben wir auch nämlich noch was Lustiges eingebaut. Es sind noch 5 Sekunden. So, jetzt, wenn der unten ist, dann ist es vorbei und da hat man leider verloren. Wollt ihr noch? Ihr seid fertig, das ist ja großartig. Ja, so sieht es also aus, wenn man das mal ganz plastisch interpretiert, was in der HackerInnen-Ethik drinsteht, nämlich man kann mit Computern eben auch Kunst und Schönheit schaffen. Und ich glaube, so eine Retro-Spielekonsole ist da schon ein ganz gutes Beispiel dafür. Genau, nachdem man jetzt ein bisschen gezockt hat, den Kopf wieder freigemacht hat, fällt einem ein, dass man leider, solange man noch Schüler oder Jugendlich ist, meistens noch Hausaufgaben hat. Für viele beginnt das erstmal mit in WhatsApp gehen, Klassenchat, was haben wir eigentlich auf, was müssen wir eigentlich machen, und dass es dafür auch eine Open-Source-Alternative gibt, für die man kein WhatsApp braucht, in dem es jetzt sogar vielleicht bald auch Werbung geben wird. Dafür haben Anton, Moritz und Erik das H-Web programmiert. Wir sind die Gruppe H-Web. Wir haben uns als Idee gehabt, dass WhatsApp und so die Klassengruppen generell nicht so schön sind. Wenn man dann mal wissen will, was die Hausaufgaben sind, dann schreibt man fragt in der Gruppe und dann schreibt eine Person die Antwort und ganz viele andere Leute schreiben irgendwelchen Müll in den Chat. Dazu mögen viele Leute, unter denen wir auch sind, WhatsApp wegen dem Datenschutz nicht. Das heißt ja, es ist Ende zu Ende verschlüsselt, aber es ist eigentlich vom einen Handy oder vom einen Client zum Server verschlüsselt und vom Server wieder zum anderen Client, womit auch viele Leute verarscht werden. Und im Backend unseres Projektes haben wir einen Python-Server. Dazu nutzen wir die Library Tornado, mit der wir einen Websocket machen.
Ja, und dann haben wir unser Frontend. Der Frontend sieht jetzt zwar noch simpel aus, da ist bisher nur der Chat implementiert, aber im Backend haben wir eigentlich schon noch mehr Features wie den Login-Manager, aber unsere Priorität lag halt erstmal nur auf dem Server und deshalb ist die Webseite erst ein bisschen zu kurz gekommen. Und jetzt haben wir auch noch einen anderen Client. Ja, genau. Wir haben noch ein Desktop-Frontend als Desktop-Applikation geschrieben in Java, die hier zu sehen ist. Hier ist auch nur der Chat implementiert, da wir halt ein Augenmerk auf den Server gelegt haben. Unser ganzes Projekt ist auf GitHub verfügbar und ja, jetzt versuchen wir uns an einer Live-Demo. Achso, die Aussicht, wir werden weitere Funktionen implementieren, die Möglichkeiten des Chats ausbauen und wahrscheinlich noch weitere Funktionen und Plattformen unterstützen. Also wenn jetzt jemand mal den Chat testen will, jetzt nochmal QR-Code zeigen, dann kann er den QR-Code da scannen, aber davor muss er noch im Wi-Fi Anton Wi-Fi sein. Es gibt kein Internet im Wi-Fi und die Daten werden auch nicht abgefangen. Und der Datei-Upload zum Server funktioniert zwar schon, aber der wird noch in den Chat mit eingebunden. Man sieht, es sind schon Leute im Chat aktiv. Okay, der Java-Client geht gerade nicht. Gucken wir gerade. Man hört, wenn neue Nachrichten kommen, einen Blinkton, wenn man Ton anhat. Und wenn man der Webseite erlaubt, Systemnotifikationen zu machen, kann man auch, wenn neue Nachrichten kommen, die außerhalb der Webseite sehen. Die Webseite hat eine sehr bröckelige PWA-Funktion, also so ganz als App ist sie noch nicht verwendbar. HTML ist gewollt nicht verwendbar. Dateien hochladen. So, jetzt geht's eh nicht mehr. Ja, ist cool. Also, wir nehmen es sogar mit den ganz großen Silicon Valley Konzernen auf. Finde ich richtig cool, ihr drei. Alles gar kein Problem. Vor allen Dingen sind wir jetzt endlich durch den nervigen Teil der Hausaufgaben durch. Und jetzt steht vielleicht der nächste nervige Teil auf dem Programm, und zwar der Kampf mit dem inneren Schweinehund. Weil eigentlich sollte man vielleicht noch ein bisschen Sport machen, aber sich einfach nur auf die Couch zu setzen, wäre vielleicht auch eine schöne Option, damit das nicht mehr so schwierig wird, sondern man sich ein bisschen besser mit anderen Menschen, mit Freunden und Freundinnen verabreden kann, haben sich Destina, Tobias, Greta und Jana zusammengesetzt und das Projekt Mitläufer entwickelt. Genau, Julia hat mir eigentlich schon den perfekten Einstieg vorneweg genommen. Wir sind alle furchtbar faul und jetzt kommt auch Weihnachten und da isst man furchtbar viel und dann spätestens Neujahr kommt eigentlich die Erleuchtung. Man sollte wahrscheinlich wieder Sport machen.
spätestens nachdem man auf die Waage gegangen ist. Und damit wir das ein bisschen leichter machen, haben wir unsere App Mitläufer geschrieben und unsere Webseite. Und dort kann man halt Laufpartner finden, sodass man auch noch sozial ein bisschen gepressured wird, tatsächlich laufen zu gehen. Okay, wir wollten das Ganze natürlich verknüpfen und ein bisschen was Neues lernen dabei. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass ich zum Beispiel, als ich hier reingekommen bin, ein bisschen Python-Erfahrung hatte, aber gar nichts von HTML wusste. Und jetzt kann ich schon ein bisschen was auf HTML schreiben und ich habe zum Beispiel dieses Logo designt, das wir entworfen haben. Die ursprüngliche Idee war, das Ganze als App zu programmieren. Allerdings haben wir alle ein bisschen mehr Erfahrungen, was Web-Development angeht. Also das besteht das Frontend jetzt aus HTML und CSS und dann, wir haben das Ganze als responsive Seite erstellt, sodass man das dann halt auch auf Mobilgeräten idealerweise schön ansehen kann, wie man das dort sehen kann. Ja, HTML, CSS, JavaScript, das Klassische im Frontend. Ja, im Backend agiert ein sehr schöner MySQL-Server, der die gesamte Datenbank verwaltet und ein auf ASP.NET Core basierender Server, dessen Schnittstelle komplett durch OAS3 spezifiziert wurde, durch den dann auch die Kommunikation mit dem Client stattfindet, sprich jeder kann einen Custom-Client da drauf bauen, wenn er möchte. Ansonsten sicherheitstechnisch haben wir uns darum auch gekümmert, sprich alle Passwörter werden ordentlich gehasht und mit einem Salt in der Datenbank gespeichert. Okay. Ja, hier sieht man auch schon unsere Startwebsite, da kann man sich dann auch einloggen. Doppelklick. So. Da gibt man dann seinen Benutzernamen ein. Und sein Passwort. Das ist recht lang. Ja. Und dann sieht man auch schon direkt Laufpartner in der Umgebung. Man erkennt die Postleitzahl, um so ein bisschen zu wissen, wo die wohnen, aber jetzt nicht mit Adresse. Das wäre dann doch datenschutztechnisch ein bisschen kritisch. Man hat den Namen, man hat diese kleinen Sternchen zeigen an, was das ungefähre Laufniveau ist, weil jemand, der einen Marathon läuft, möchte jetzt vielleicht nicht mit jemandem laufen, der nur 3 Kilometer gerade mal so schafft. Wahrscheinlich andersrum auch. Deswegen kann man sich dann ein bisschen an den Stern orientieren und man kann den dann auch schon direkt in eine Mail schreiben. Genau, Visionen kann man da ja viele draufpacken. Wir haben zum Beispiel überlegt, dass man Laufgruppen hat, sodass man sich nicht nur mit einem bestimmten Partner trifft, sondern praktisch ein soziales Netzwerk aufbaut und insgesamt dann die Welt etwas sportlicher und etwas sozialer zu machen. So, dann gibt es auch garantiert keine Ausrede mehr, warum man jetzt gerade keine Lust, Zeit oder eben sich zu einsam fühlt beim Laufen, um Sport zu machen. Oder? Es gibt zwar keine Ausreden mehr, aber doch leider zunehmend Bedenken, denn vor allem, wenn man in der Stadt wohnt, wissen wir leider, dass die Luftqualität zunehmend sogar als gesundheitsgefährdend beschrieben wird. Damit man trotzdem eine gute Laufroute finden kann, hat sich unsere größte Gruppe mit dem Projekt Luftbedrohung beschäftigt. Elisabeth, Max, Pablo, Jonathan, Leon, Gabriel, Simon, Moritz und Peter. Ja, was ist Luftbedrohung? Was ist das? Was habt ihr gemacht? Ja, also wir sind die Gruppe Luftbedrohung und genau, es wird schon ein bisschen angedeutet, also auf jeden Fall, wir haben uns gedacht oder wir haben uns, also wir haben gesehen, dass eben sehr viele verschiedene Daten über Luftqualität oder einfach über alles, was in der Luft ist und alles, was hier rumfliegt, also es gibt, diese Daten gibt es zwar, aber die sind eins, nicht so übersichtlich und zwei, die sind auch nicht so öffentlich verfügbar für alle. Und auch wenn sie das sind, dann sind sie kompliziert und man versteht sie halt manchmal nicht so gut. Und deswegen wollten wir eben dieses Problem beheben. Und
Genau, das war unser Objective. Ja, dann geht es natürlich direkt an die Lösung und wir haben uns gefragt, was ist hip, was ist cool, was setzen wir ein? Dann fiel natürlich die erste Antwort, wir bauen eine Drohne. Das haben wir dann halt gemacht und an die Drohne haben wir dann Sensoren dran geklebt, aber davon werden Sie später auch noch hören. Also jetzt stellt man sich natürlich die Frage, Samstagmorgens, wo bekommt man jetzt so eine Drohne her? Und da ist uns relativ schnell aufgefallen, ja, es gibt so kleine Drohnen, die sind auch relativ günstig, die kriegt man auch, aber die haben das Problem, die sind GPS-abhängig. Das heißt, in Räumen zu fliegen geht schlecht. Und wir wollten halt irgendwie, dass das Ding auch im Raum oder in Hallen fliegen kann. Deswegen haben wir uns gedacht, basteln wir einfach was Eigenes. Das heißt, wir nehmen so eine Drohne, bauen die Motoren und die Rotoren ab und setzen die quasi mit dem eigenen Rahmen, den wir 3D gedruckt haben, oben sieht man das Modell, wieder zusammen und basteln eine eigene Steuerung dazu. Ja, wir haben, wie gesagt, Sensoren da drunter geklebt. Wir hatten unsere Gruppe temporär aufgeteilt in 3 Teilgruppen, aber es ging vorerst darum, eine Drohne zu bauen, die halt fliegen kann und einen Sensorteil. Dann waren wir ungefähr heute Morgen fertig mit beiden Teilen. Dann kam Moritz händeschüttelnd auf mich zu und meinte, wir fangen an zu pushen. Dann haben wir das zusammengebracht und jetzt könnte es theoretisch sogar fliegen. Wir haben unter anderem Steuerungen versucht, entwickelt. Wir haben auch Gyroskope und Bluetooth und alles super Tolles hier dran. Funktionalität auf jeden Fall gegeben, aber können wir ihn leider nicht demonstrieren. Wir können die Drohne aber halten und den Akku dran klemmen und hoffen, dass nichts explodiert. Also. Wir haben unter der Drohne einen Sensor befestigt und die Daten dieses Sensors werden über einen Mikrocontroller, über Wi-Fi an einen Rechner weitergegeben, der diese dann auswertet und in einer Grafik darstellt. Genau, bis jetzt haben wir nur einen Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor. Aber geplant waren auf jeden Fall auch Pollen und vor allem Luftverschmutzung bzw. Feinstaubsensoren. Per NodeMCU wird es dann versendet an unseren Server. Genau, das wird dann über Node.js, das ist, benutzen wir als Server, und speichern quasi die Daten, die wir von den Sensoren kriegen, in einer Datenbank, hier in dem Fall MongoDB. Genau, und dann per API kann man dann auf diese Daten zurückgreifen und das wird dann auf der Webseite visualisiert. Und auf die Daten kann man auch so zugreifen, genau, das würde dann in GitHub noch stehen. Ja, also falls es Sie jetzt interessiert, können wir halt wirklich mal den Akku dran klemmen. Aber ich, nur als Sicherheit, kann sich Elisabeth auch schon mal verabschieden. Unser Frontend haben wir ganz typisch mit HTML, CSS und JavaScript gemacht. Hier sieht man ein paar Diagramme. Die Luftverschmutzung haben wir jetzt, wie gesagt, noch nicht eigentlich implementiert. Deswegen ist es jetzt ein Beispielgraph mit Daten aus dem Internet, die jetzt tatsächlich auch über Heidelberg sind. Aber so soll das Ganze am Ende aussehen. Wollen wir probieren, das Ganze zu starten? Ja, vielen Dank für Luftbedrohung, nicht Bedrohung, wie ich vorhin gesagt habe, sorry. Das waren insgesamt 9 ziemlich krasse Projekte, die an einem einzigen Wochenende entstanden sind. Und ich würde erstmal sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr die ganze Geduld mitgebracht habt und auch bei kleinen Problemen immer weiter dran geblieben seid, dass am Ende so viele großartige Sachen dabei rauskommen konnten, die übrigens natürlich im Nachhinein zu finden sind auf GitHub oder eben direkt im Netz oder eben auch einfach gleich noch vor der Tür bzw. hier im Raum
Zum Beispiel Space Invader wird da noch zu sehen sein, kann man sich dann mal aus der Nähe anschauen. Also vielen, vielen Dank, habt ihr alle ganz toll gemacht. Gut, ja genau, also dann, jetzt stehen am Ende nochmal wir beide vorne. Hier stehen nochmal alle Namen von den Mentorinnen, die das alles ermöglicht haben. Also nicht, dass ihr es nicht auch hinbekommen hättet, aber vielleicht hätte es noch einen Tag länger gedauert oder zwei Stunden. Ich denke, waren schon ein paar helfende Hände sozusagen dabei, eigentlich sogar relativ viele, witzigerweise 23, aber dann eben noch doppelt wegen der Hände. Ich schaue gerade eigentlich... hatte ich gedacht, dass der Slide anders wäre, aber er hat sich nicht aktualisiert. Ich warte mal kurz ab, das fixen wir. Das ist nicht schlimm. Du machst Live-Coding, oder? Machen wir es so. Okay, gut, dann schalten wir jetzt um. Also nachher gehe ich wieder zu den Namen, einfach auch aus, ich würde mal sagen, Gründen, dass ihr einfach gesehen werdet. Gerade vielleicht nochmal den Tweet wollte ich nochmal kurz anwerfen, der ist schon ein bisschen älter, aber auch das ist ganz wichtig, weil hier Gruppen sind, die schon jahrelang und auf vielen Jugendhack-Events waren oder sich privat damit beschäftigen und andere eben, wie auch gehört, die gerade erst einsteigen. Und es ist ganz wichtig, uns geht es nicht darum, dass ihr hier als Expertin kommt und dann noch besser werdet oder einfach nur euer Wissen auskippt, sondern alles, was ihr macht, ist einfach eine coole Sache. Ihr macht euch eure Gedanken, habt richtig tolle Ideen und seid kreativ. Und da wäre auch gerade nochmal wunderbar so ein bisschen auch ein Ding, das war ganz am Anfang auf meinem Slide, was ist Jugendhack, da ging es ja auch mal speziell um Förderung von Mädchen, von jungen Frauen. Und ich bin ja auch vor 9 Monaten Papa geworden, habe eine kleine Ronja zu Hause und ich will auch, dass sie in der Welt aufwächst, in der einfach Diversität gelebt wird, dass wir alle miteinander vernünftig umgehen und uns gegenseitig wertschätzen. Genau, und dann gebe ich mal noch an Jasper. Was hier übrigens auch 1a funktioniert, also... Ja, das war Jugendhack Heidelberg 2018, die Premiere. Und es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein. Nicht das erste und letzte Mal, sondern es ist wirklich erst der Anfang. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall ein Nachfolge-Event geben für all diejenigen aus der Region, die direkt schon weitermachen wollen. Es gibt auf jeden Fall bei uns im Makerspace jeden Mittwoch unsere offene Bastel- und Makerstunde oder Stunden, die auch insbesondere für Jugendliche offen ist. Wir werden ab Februar auch gemeinsam mit der PH nochmal so ein spezielles Projekt für Mädchen machen, Girls Digital Camps, um auch da nochmal sozusagen so einen kleinen Schutzraum zu haben, weil manchmal ist es ja schon ein bisschen auch hilfreich, wenn man sozusagen ein bisschen unter sich ist, um irgendwie so gemeinsam irgendwie auch so sich stärker machen zu können. Dann gibt es natürlich noch in Mannheim gibt's das Raumzeitlabor, die waren auch ein großer Support mit einigen Menschen, die dort aktiv sind, das ist auch ein Hackerspace. Der No-Name e.V. Hier aus Heidelberg, der sozusagen der Heidelberger Chaos Computer Club Ableger ist, die uns fleißig unterstützt haben. Die Freifunk Rhein-Neckar hat uns hier mit WLAN und unseren Netzwerken geholfen, natürlich auch so als Mentoren. Also wir sind ein großes Netzwerk hier in der Region, was sich immer wieder freut, viele Gesichter von euch wiederzusehen oder auch überhaupt über Engagement. Genau, vielleicht noch für alle Eltern, die hier im Raum sitzen. Das eine ist, Gutes zu tun. Ich glaube, das haben wir in unserem Netzwerk gezeigt, dass wir das gerne tun wollen. Aber es ist immer auch wichtig, dass darüber gesprochen wird. Also redet über Jugendhack, redet über diese Initiativen, redet darüber, dass wir mit jungen Leuten und einer engagierten Community uns dafür einsetzen, dass unsere technologische Welt irgendwie auch mit demokratischen Werten, mit ethischen Werten untermauert wird, damit wir gemeinsam mit Code die Welt verbessern können. Danke, dass ihr da wart und an alle Jugendlichen, vergesst nicht, ihr kriegt am Ende noch euer Zertifikat, dass ihr auch mit dabei wart. Genau, das kriegt ihr einfach am Checkout, das ist nämlich auch wichtig, ihr müsst nämlich auschecken, wie jeden Abend oder jedes Mal, wenn ihr rausgegangen seid. Ja, vielen Dank, kommt gut nach Hause, schön, dass ihr da wart. Applaus